Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Scratch Screencast vom Wiener Bildungsserver. Heute starten wir unser erstes gemeinsames Projekt und dazu möchte ich Sie einladen, Ihr Browserfenster aufzuteilen. Das heißt, dass Sie eines machen, bei dem Sie mir folgen können und eines, in dem Sie dann programmieren können. Ich werde mein Browserfenster jetzt wieder vergrößern und gehe auf Entwickeln. Als erstes werden wir unser Projekt benennen, damit wir es später leichter finden. Ich nenne es einfach erstes Projekt. Als erstes wählen wir eine Figur aus der Bibliothek. Ich wähle ein Tier, und zwar eines, das mehr Kostüme hat. Das heißt hier, sehen Sie, dieser Bär hat Kostüme, so dass man ihn gehen lassen könnte, wenn man ihn richtig animiert. Nachdem ich ein Faible für Großkatzen habe, nehme ich den Panther und ich lösche die Scratch-Katze. Nun ziehe ich den Panther ein bisschen in die Mitte und wähle einen Hintergrund. Ebenso aus der Bibliothek den Wald. Ich möchte gern, dass der Panther sich nach links und nach rechts bewegt. Und dabei aber auch nach links oder nach rechts schaut, je nachdem, in welche Richtung er sich bewegt. Ganz wie üblich in Scratch starte ich mit der grünen Flagge. Außerdem brauche ich Bewegung. Und ich wähle, man kann natürlich sagen, gehe 10er Schritte. Ich wähle allerdings, ändere X um 10. Das hat den einfachen Grund, dass sich der Panther auf der X-Achse beziehungsweise auf der Y-Achse, wenn ich ihm die Anweisung gebe, bewegt. Wenn ich jetzt hier mache, ändere x um 10, bewegt er sich nach rechts. Wenn ich mir gleich ein zweites nehme und sage, ändere x um minus 10, habe ich schon die Bewegung nach links und muss nur mal schauen, dass er dann auch nach links schaut. Wie mache ich das jetzt? Es gibt wiederum mehrere Möglichkeiten, um den Panther mit Tastendruck steuern zu können. Wir finden die Möglichkeiten hier, zum Beispiel falls die Taste gedrückt, ändere x um 10. Wir probieren das gleich aus. Ich drücke die grüne Flagge, ich drücke die Taste nach rechts. Es passiert nichts. Warum? Es wird nur in der Millisekunde die Schleife überprüft, in der ich auch wirklich auf die grüne Flagge drücke. Das heißt, ich müsste gleichzeitig die grüne Flagge drücken und die Pfeiltaste. Ich brauche also hier eine weitere Schleife und zwar wiederhole fortlaufend. Das heißt, dass fortlaufend überprüft wird, welche Taste ist gedrückt, ist eine Taste gedrückt. Sie sehen, nun ist das gelb hinterlegt und es wird fortlaufend überprüft, ob ich die Taste rechts drücke. So, damit haben Sie auch schon den häufigsten Fehler am Anfang mitbekommen, und zwar immer, wenn Sie etwas fortlaufend überprüft haben wollen, diese Wiederhole für immer Schleife einfügen. So, nun, damit wir den Panther auch nach links bekommen, duplizieren wir einfach diese Schleife, ändern die Taste Pfeil nach rechts auf Pfeil nach links und diesen Button, so wie wir es schon am Anfang gesehen haben, auf ändere x um minus 10. Den kann ich einfach weggeben, indem ich ihn hier in der Bibliothek loslasse. Gut, ich drücke jetzt die Tasten links und rechts und wir sehen, der Panther bewegt sich durch den Wald. Nun hätte ich aber gern noch, dass sich der Panther auch nach links dreht, wenn er nach links geht. Und dafür nehme ich ein Kostüm, dupliziere es und spiegle es einfach. Dann wieder zurück in die Entwicklungsumgebung. Und hier füge ich jetzt beim Kostüm, da sind wir im Bereich Aussehen, ein Wechsel zu Kostüm, Panther A. Hier wird es natürlich helfen, wenn wir die Kostüme noch umbenennen. Das machen wir schnell. Kostüm, das ist, hier ist zum Umbenennen. Panther
links und Panther rechts. Das scheint jetzt noch relativ unnötig, aber wenn Sie dann sehr viele Figuren haben und vielleicht auch viele Kostüme, dann ist das sehr hilfreich. Deswegen vielleicht gleich angewöhnen. Und hier wählen wir noch das richtige Kostüm und sehen jetzt die Taste links. Er wendet. Ich weiß nicht, wie das für Sie ist, aber immer wenn ich eine Bewegung programmiere, dann ist das jedes Mal ein kleines Erfolgserlebnis. Man möchte gar nicht aufhören, die Tasten zu drücken. Das war's auch schon. Nachdem ich Ihnen jetzt das mit der Endlosschleife, das ist die wiederhole fortlaufend, und der Bedingungenschleife gezeigt habe, zeige ich Ihnen auch noch den Abkürzer. Und zwar finden Sie in Ereignisse auch Wenn-Taste gedrückt. Und wenn Sie dann hier nur eingeben, ändere x um 10, dann können Sie das mit dieser Umgehung praktisch lösen. Das ist aber was, womit ich Sie jetzt allein lasse. Ich hoffe, Sie haben Spaß am Ausprobieren, Spaß am Programmieren von unterschiedlichen Figuren und ihren Kostümen, und Sie hören mich wieder beim nächsten Mal. Bis bald!